Guten Abend! So, hier sind wir zum zweiten Teil der Questreihe, wo Madison ja verschwunden ist, wo wir ja Erik, Holly, dem Einsiedler, Sigrid und Johannes geholfen haben. Und heute geht's weiter, weil hier Erik hat wieder was. Nein, nein, nein. Wo ist die Brieftasche? Ach ja, das Handy. Ich darf nicht vergessen, es mitzunehmen. Sabrina, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss eine Fähre erwischen. Was passiert ist? Madison ist weg. Sie ist verschwunden. Als sie und Jonas gestern in Fort Pinter waren, tut mir leid, dass ich deine Sorge nicht ernst genommen hatte, Sabrina. Tut mir wirklich leid. Aber jetzt muss ich versuchen, Madison zu finden. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Sie hätte es besser wissen sollen, statt einfach so von Johannes wegzulaufen. Wenn ich sie finde, sorge ich dafür, dass sie Hausarrest bekommt, bis sie 35 ist. Du sagst, du willst mir helfen, nach Madison zu suchen, Sabrina? Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Aber wir reden später weiter. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe voraus und wir können uns später im Shoppingcenter treffen. Wir sehen uns dort. So, also wir wissen ja, dass Madison nach ihrem Pferdchen, also dem Welsh Pony Hengst Nightdust suchen, weil den ja Herr Anvir ja mitgenommen hat beim letzten Mal. Und jetzt gehen wir halt Erik und treffen ihn dann im Shopping Center. So, dafür reiten wir jetzt eben schnell nach Fort Pinter, schnappen uns da den Bus. Ist ja nicht das erste Mal, dass Madison verschwunden ist. Das war ja schon mal öfter. So, jetzt brauchen wir nur noch die Fähre. Wenn man sie mal braucht, ist sie natürlich nicht da. Das kennen wir ja schon. Und da kommt sie ja. Da können wir dann gleich auch aufsteigen. Wir haben es ja auch fast geschafft, Ghost auszuleveln. Also es ist ja nur noch bis Level 15. 13 haben wir schon über die Hälfte hier fertig geschafft. Dann ist 14 und 14 geht ja auch noch mal ganz schnell. Und dann ist Ghosty auch ein ausgeleveltes Pferdchen. Wer weiß, vielleicht bekommt das arabische Vollblut auch nochmal eine Überarbeitung. Das Morgen haben sie ja auch überarbeitet. Und den Friesen, den hatten sie auch überarbeitet. Also sie haben ja schon einige Pferderassen bearbeitet und vielleicht bearbeiten sie ja irgendwann das arabische Vollblut auch noch mal. So, wir sind dann jetzt gleich in Fort Pinter, schnappen uns da den Bus und fahren dann halt ins Shopping Center. Aber ist Madison ja abgehauen, das kann man schon irgendwie halt verstehen. Sie will doch ja nur ihr Pferd wiederfinden.
So, wir parken Ghosty hier. So, ab ins Shopping Center. So, hiervon ist ja schon wieder Erik. Madison, Madison, wo ist dieses Kind nur? Madison, Madison? Sabrina, was glaubst du, wohin Madison gegangen sein könnte? Jonas hat gesagt, er hätte Madison zuletzt bei der Bushaltestelle sitzen sehen, als der Bus am Shoppingcenter ankam. Als er wieder nach Madison sah, war sie weg. Also muss sie den Bus hierher genommen haben. Aber wohin könnte sie dann gegangen sein? Hast du vielleicht irgendeine Ahnung, wer Madison gesehen haben könnte? Der Hausmeister dort? Sieht nicht aus, als wäre er beste Stimmung. Ich glaube, wir sollten ihn lieber nicht stören. Ich verstehe, du kennst ihn, das ändert natürlich alles. Reden wir mit ihm. So, dann sprechen wir mal mit dem Hausmeister, ob er Madison gesehen hat, aber ich glaube nicht. Pah, die Leute heutzutage haben einfach keine Manieren. Ich hoffe, du bist nicht hergekommen, weil James dich wegen etwas geschickt hat, denn im Moment muss ich hier sauber machen. Sabrina, wie du sehen kannst, habe ich viel zu tun, aber sag mir, wie ich dir helfen kann. Tut mir leid, dich zu stören, aber hast du zufällig meine Tochter gesehen? Deine Tochter? Sehe ich wie ein Babysitter aus? Ich muss hier meine Arbeit erledigen, alles klar? Siehst du diese Sauerei? Limo überall auf dem Boden. Und so etwas muss ich sauber machen, weil die jungen Leute heutzutage keine Manieren haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte gerade den Boden fertig gewischt, als ein kleines Mädchen mit großen Kopfhörern hereingeeilt kam. Sie wischte sich nicht einmal die Schuhe ab und wollte Hilfe, um einen Bus zu finden. Ohne sich zu bedanken, raste sie dann los und verschüttete eine Menge Limo. Große Kopfhörer, hat sie braune Haare und ein rosa Kleid an? Darauf kannst du wetten. Ich hoffe, sie hat nicht auch auf dich Limo gekippt. Aber jetzt muss ich hier das sauber machen. Das muss Madison gewesen sein. Weißt du, welchen Bus sie genommen hat? Pa, ich habe keine Zeit nachzuschauen, welchen Bus die Kinder nehmen. Nicht, wenn ich so viel sauber zu machen habe. Sabrina, was sollen wir tun? Der Hausmeister hat doch eindeutig Madison gesehen. Wenn du dem Hausmeister beim Saubermachen hilfst, bekommt er vielleicht bessere Laune. Das kennen wir ja schon. So, hier nutzen wir einmal den Lappen. Da hat die Madison aber ganz schön viel rumgeschüttet hier. Du hast bereits alles sauber gemacht? Ja, haben wir. Ja, ich helfe dir und deinem Freund Sabrina. Das Mädchen, nach dem ihr sucht, ist zu Aidens Platz gefahren. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr vielleicht noch den nächsten Bus. Er fährt direkt hier draußen ab. Vielen Dank für deine Hilfe. Na los, Sabrina, wir sollten gehen. So, Erik fährt dann schon mal vor. Und wir nehmen dem auch den Bus. So, Madison soll ja dann bei Aidens Platz sein, also gucken wir mal, ob sie da ist. Da ist Erik. So. Okay, der Hausmeister hat gesagt, dass Madison hierher gekommen ist. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Sie könnte ja überall in der Stadt sein. Sabrina, du denkst doch, dass es ihr gut geht, oder? Warum sollte sie weglaufen? Sie bekommt auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre samstags keine Süßigkeiten mehr. Okay. Hast du eine Idee, wo wir mit der Suche nach Madison beginnen können? Du sagst, du erkennst das Café dort drüben wieder? Ja, du hast natürlich recht. Das ist natürlich das Café, das du mir in der Jovik Gazette gezeigt hast. Scheint für den Anfang ein guter Ort zu sein. Vielleicht hat jemand dort sie gesehen. Na los, wir gehen dorthin. So, Erik spaziert dann schon mal wieder vor.
Und wir gucken mal. So, hier ist Ihr Spielzeug schon mal. Das ist, ja, das ist Ihr Gemmo. Das muss meistens Gemmo sein. Wir sollten ihn Erik zeigen. Aber das ist doch meistens Gemmo. Wo hast du ihn gefunden, Sabrina? Hast du gesagt, dass er hier in der Nähe ist? Dann kann Madison nicht weit weg sein. Madison! Madison! Also er ruft wieder nach Madison. So, sie rufen wieder aber nach Madison. Papa, ich bin hier drin. Bitte hilf mir. Papa, Sabrina, bitte hilf mir. Madison, was machst du da drin? Komm da jetzt sofort raus. Ich wollte Nightdust retten. Und als ich hier zum Platz kam, sah ich den Freund des dummen Mannes, der auch in der Zeitung war. Es ist mir völlig egal, was du da im Auto machst. Es ist nicht deins. Komm sofort raus, sonst bekommst du Hausarrest für, naja, sehr lange. Ich kann nicht. Ich bin im Kofferraum eingestiegen, weil die das im Fernsehen auch immer so machen. Ich wollte Nightdust ins Führer folgen, damit ich ihn retten kann. Aber irgendwie wurde der Kofferraum verriegelt und jetzt komme ich nicht mehr raus. Bitte helf mir. Ich komme nicht heraus. Und es ist so dunkel hier drin. Ganz ruhig, wir holen dich da raus. Wir müssen den Besitzer finden. Hast du gesehen, wo er hingegangen ist, bevor du in den Kofferraum eingebrochen bist, Madison? Nein, du darfst nicht mit ihm reden. Er ist doch der Pferdeentführer. Ich habe sogar Beweise gefunden, als er in das Café gegangen ist. Er ist ein Pferdeentführer. Okay, das wissen wir ja. Sabrina, du glaubst mir doch bestimmt. Der Freund des dummen Mannes, der Nightdust entführt hat, ist im Café. Er darf nicht erfahren, dass wir ihm auf den Fersen sind. Madison, das können wir alles später klären. Sabrina, wir müssen jetzt versuchen, Madison herauszuholen. Die Klappe scheint sehr fest zu sein. Ich glaube, ich bekomme sie nicht auf. Hast du gesagt, dass du es versuchen möchtest? So, wir probieren es dann einfach mal. Aber du hast auch kein Glück. Wir sollten. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen Madison aus dem Kofferraum holen. Sabrina, es gefällt mir nicht, dass Madison in das Auto eines Fremden eingebrochen ist. Und normalerweise wäre es am besten, den Besitzer zu suchen und sich zu entschuldigen. Du denkst nicht, dass wir das tun sollten? Madisons verrückte Fantasien von einem Pferdeentführer sind ja wohl kaum glaubhaft, oder? Wie konnte ich das vergessen? Es besteht die Gefahr, dass er uns wegen Einbruch in sein Auto und Verleumdung verklagt. Das ist schlimm, wirklich schlimm. Was sollen wir tun? Nein, am besten ist vermutlich einfach hineinzugehen und das Beste zu hoffen. Ich werde mich entschuldigen und dann nach Madison und dann Madison dazu bringen, sich zu entschuldigen. Ansonsten kann sie sich den Rest des Jahres vom Rosenkohl und Fischbällchen ernähren. Sabrina, du hast eine Idee? Gehst du ins Café und denkst den Autobesitzer ab, während ich versuche, den Kofferraum zu öffnen? Okay. Ich weiß nicht, ob mir diese Idee gefällt, Sabrina, aber ich verlasse mich auf dich. Ich versuche, Madison herauszuholen, während du den Besitzer des Autos im Café beschäftigst. So, wir gucken jetzt erstmal, wo Karl ist. So, da haben wir ja Karl. Hey du, ja du, wo ist mein Eis? Ich warte schon ewig. Du kennst den Mann vor dir. Es ist Karl. Madison muss in Karls Auto eingebrochen sein. Das ist gar nicht gut. Du kommst mir gut vor, Wie heißt du?
Aber es spielt auch keine Rolle. Arbeitest du hier oder was? Ich warte jetzt schon wirklich lange auf mein Eis. Ich muss zugeben, dass die Bedienung heute die schlechteste ist, die ich seit langem erlebt habe. Selbst eine Ente könnte mich schneller bedienen als du. Warum stehst du hier noch rum? Verschwinde. Ich bin ein Kunde und der Kunde hat immer recht. Also besorge mir ein Eis oder ich sorge dafür, dass dein Chef erfährt, wie schlecht du arbeitest. Das Beste, was du tun kannst, um Karl hier zu behalten, ist, ihm ein Eis zu machen. Du solltest improvisieren. So, die Eismaschine. Im rechten oberen Bild siehst du, welche Art von Eis dein Kunde möchte. Du stellst das Eis hier her, indem du auf die richtige Packung Eis vor dir klickst. Wenn es schief geht, kannst du das Eis wegwerfen und neu anfangen, indem du auf den Mülleimer klickst. Viel Glück. So, er möchte das, das und das. Jam, jam, jam. Du bist zwar eine faule Arbeiterin, aber weißt du was? Immerhin, wie man Eis macht. Wie heißt du doch gleich nochmal? Du kommst mir sehr bekannt vor. Als wären wir uns schon mal begegnet. Du arbeitest nicht für Herrn Anwir, oder? Du sagst also, du hast keine Ahnung? Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich habe das Gedächtnis eines Elefanten. Ich erinnere mich immer an Gesichter und ich weiß, dass du und ich uns schon mal begegnet sind. Ich werde mich schon noch erinnern, wann wir uns begegnet sind. Aber bis dahin kannst du dich nützlich machen. Schließlich stehst du hier nur dumm rum. Na los, du hast doch bestimmt genug zu tun, oder? Hoffentlich hat er Madison rausbekommen. Sabrina, es funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, aber der Kofferraum ist verriegelt. Ich bekomme ihn nicht auf ohne einen Schlüssel. Bekommen wir Madison nicht da raus? Sabrina, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir einfach mit ihm reden. Hast du gesagt, dass er Karl heißt? Warum flüstern wir? Hast du eine Idee, wie wir Madison aus Karls Auto bekommen? Du meinst, wir brauchen dafür eine Limo? Wenn du die Limo holst, bezahle ich sie. Wenn du Karl ablenken kannst, gelangst du vielleicht an seine Autoschlüssel, um Madison zu retten. Aber zuerst musst du eine Limo besorgen. So, hier haben wir die Limo. Tut mir leid, Sabrina. Ich verstehe nicht, wie uns die Limo helfen soll, Madison aus dem Auto zu holen. Ich verstehe, die Limo hilft uns also, Karl abzulenken und verschafft uns etwas mehr Zeit. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber ich verlasse mich auf dich, Sabrina. Ich bringe Karl die Limo. Wenn du Erik dazu bringen könntest, die Limo über Karl zu verschütten. So, wir schubsen jetzt Erik. Da fliegt sie schon. Und jetzt ist Karl mit Limo übergossen. Oh nein, es tut mir so leid, das war ein Versehen. Ich weiß wirklich nicht, wie es passieren konnte. Ich habe einfach das Gleichgewicht verloren. Entschuldige dich bei Erik, wenn Madison in Sicherheit ist. Es tut mir so leid, ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Dummkopf. Arbeitest du hier auch oder was? Hier sind wirklich alle hoffnungslose Fälle, wie das Mädchen, das ewig gebraucht hat, um mir mein Eis zu bringen. Tut mir leid, ich wollte dir eine Limo kaufen. Jetzt hast du die Gelegenheit, dir Karls Autoschlüssel zu schnappen, damit Madison aus dem Kofferraum holen kannst. Gut, wir haben die Schlüssel. Jetzt machen wir uns hier schnell zum Kofferraum auf. Sabrina, was ist hier los? Bitte sag mir, dass du mich hier rausholen kannst. Ja, Madison, wir holen dich hier raus. Hast du gesagt, du hast einen Schlüsselbund hast? Worauf wartest du noch? Bitte hol mich raus. Klemmt das Schloss? Nein, das darf nicht sein, Sabrina. Sabrina, bitte gib nicht auf. Was ist los? Es dauert vermutlich nicht mehr lange, bis Karl zu seinem Auto geht. Du hast nicht mehr viel Zeit. Madison muss da jetzt raus.
Warum solltest du mir eine Limo kaufen? Wolltest du keine Limo? Ich habe keine Limo bestellt. Dann habe ich wohl etwas verwechselt. So, wir versuchen Madison jetzt nochmal da rauszubekommen. Moment mal, da stimmt doch etwas nicht. Das Mädchen, mit dem du hier warst, wie heißt sie? Meinst du Sabrina? Sabrina, klar erinnere mich an das Mädchen. Butter? Wer? Wo ist dieses Mädchen, die bei dir war? Sie war doch eben noch hier. So, wir benutzen jetzt nochmal den Schlüssel. Aus dem Weg. Bist du sicher, dass du nicht noch etwas hier bleiben willst? Verschwinde. So, wir haben Madison da rausbekommen. Ich bin wieder frei. Danke, Sabrina. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Puh, Gott sei Dank hast du mich rausbekommen. Da dieser fiese Mann. Der kommt jetzt. So, da ist Karl. Was treibt ihr zwei Gönnen bei meinem Auto? Weh, ihr habt es angefasst. Weg mit euch. Husch. Sabrina, verschwinde hier. Wir haben nichts miteinander zu schaffen. So, auf Wiedersehen, Karl. Der fährt ja jetzt hier erstmal. Jetzt sprechen wir erstmal mit Erik wieder. Der hat sich ja echt ganz schön ins Zeug gelegt. Madison, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Sabrina, du hast es geschafft, Madison herauszuholen. Danke für all deine Hilfe, Sabrina. Aber Madison und ich müssen jetzt nach Hause. Nein, werde ich nicht. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich Ned das gerettet habe. Also, ihr Welschponyhengst. Madison, hör mir zu. Wir gehen nach Hause und das war's. Du kannst wetten, dass du die nächsten Jahre Hausarrest hast. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Und erst dein Großvater, er war ganz außer sich, als er von Fort Pinter nach Hause kam und du fort warst. Tut mir leid, aber es tut mir so leid, aber kein Aber, wir gehen jetzt nach Hause. Aber du hörst mir nicht zu. Dieser dumme Mann hat mein Pferd. Er hat die Sender in seinem Auto und sogar die dumme Aktentasche. Ich schwöre, wenn du sie öffnest, erfahren wir alles, was wir wissen müssen. Madison, was für eine Aktentasche? Sag mir nicht, dass du eine Aktentasche mitgenommen hast. Diese Aktentasche, sie lag zusammen mit den Sendern im Auto des dummen Mannes. Ich dachte, wir bräuchten eine Art Beweis. Sabrina, ich konnte sie nicht öffnen. Kannst du es versuchen? Wenn wir sie öffnen können, finden wir vielleicht heraus, wo Neidast und die anderen Pferde sind. Moment mal, du kannst doch nicht einfach die Aktentasche von jemand anderem öffnen. Aber wie finden wir sonst heraus, wo Neid das ist? Madison, es reicht. Wir öffnen diese Reisetasche nicht. Wir müssen stattdessen Karl finden, um uns zu entschuldigen und die Aktentasche zurückzugeben. Ich werde mich nicht entschuldigen. Hör jetzt auf zu diskutieren, Madison. Karl hat dein Pferd nicht. Er ist vermutlich nur ein gewöhnlicher Geschäftsmann. Sabrina, danke nochmal für all deine Hilfe heute. Aber es war ein langer Tag und ich denke, sowohl Madison als auch ich brauchen etwas Ruhe. Ich werde versuchen, ein Hotel zu finden, in dem wir bleiben können. Madison und ich können hier nicht weg, bis wir die Aktentasche zurückgegeben haben. Wir müssen das Richtige tun. Okay, jetzt sprechen wir nochmal mit Erik. Hilfst du uns, Karl zu finden? Danke, Sabrina. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich, wenn wir bereit sind, weiterzusuchen. Bis dahin alles Gute. Wir sehen uns bald. Ruh dich etwas aus, bevor du gehst. Nimm dies hier als Dankeschön für all deine Hilfe bei der Suche nach Madison heute. So, wir haben ein Shirt bekommen. So, es ist ein schwarzes Farmshirt. Und es ist Jumpy geeignet. Es hat 8 Reiten, 1 Springen, 4 Befehl und ist ab Level 9. So, da hat sich das ganze Gesuche ja schon mal ein bisschen gelohnt und wir machen morgen weiter, wenn es bei Erik wieder weitergeht. Also, einen schönen Abend noch.